Yay, und jetzt ist das Biest in meiner Gruppe und natürlich tue ich ihn wieder gegen Goofy austauschen. Weil, ganz ehrlich, Donald hat Heilung und Goofy eben nicht. So, Beast, du hast kein Potion. Nein, 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 nein. Was? AT? Achso, automatische Füllung. Nein, du hast keine Potion. Du hast keine Potion. Du darfst keine Potion mit dir führen. Sora? Hat Potion? Heli Potion? Und Eva? Und wenn es verbraucht ist, kommt Neues nach. Feuer oder Eis? Eins der beiden will ich hier weg haben. Gegen Aether. Warum sollte ich Aether reintun? Feuer, komm. So ein Quatsch, was ich hier mache. Einzelkämpfer? Der Gefährte kämpft mit seiner individuellen Kampftechnik. Okay. Okay. Ah, dadurch kann ich natürlich noch gucken hier. Zum Beispiel Donald Vita. Stellt die EP der Gefährten wieder her. Schwarzermann ist jetzt in besonderen Situationen. Nee, nee, nee. Der soll das schon einsetzen. Gut. Dann mal zu den Abilities. Wir haben ja neue bekommen. Aufwärtsschlitzer. Autoheldenform. Setzt das Situationskommando in kritischen Moment automatisch auf Heldenform, falls diese Form verfügbar ist. Hört sich gut an, aber... Heldenform hat da was Neues bekommen, das habe ich gesehen, aber der kriegt automatisch ausgerüstet oder so, keine Ahnung. Beast, Hyperheilung. Das ist eigentlich sehr wichtig, finde ich. Nicht anlegen, komm. Dafür haben wir das jetzt. Genau. Warum mache ich es nicht gleich mit Dreieck? Donald Feuer. Gut. Goofy Turbo und Defender Schild. Na komm, nehmen wir Defender Schild. Können wir mal gut gebrauchen. Boah, die Hitze, die bringt... Die macht mich kaputt, weil... dadurch juckt alles. Warte mal, ich guck mal eben kurz nach den Schätzen. Haben wir jetzt alle? Das hat uns fehlen nur noch die drei ersten. Und da weiß ich, wo die sind. Nämlich draußen. Von der Rose geht ein mysteriöses Licht aus. Entweder sind die Kisten im Bossraum oder wirklich ganz am Anfang. Und ich denke mal ganz am Anfang. Naja, hier gibt's mehrere Zwischengegner halt, wie man sieht. Sowas kommt auch mal vor. Oh, was ist denn das? Die Tür. Wow! Das kam überraschend. Ah, das sind die Herzlosen, die natürlich Kontrolle über Gegenstände. Ah, doppelte Rage. Natürlich kann ich Limit einsetzen. Ah. Die MP sind übrigens hier auch anders gemacht worden.
wie ihr ja schon mitbekommen habt. Ich hoffe übrigens, dass bald mal ein Yu-Gi-Oh! Kommt für die für die PS4. Warte mal, kann ich das vielleicht schon da unten aus oder? Wow! Ich hätte jetzt wirklich gern Charmeur. Weil ich muss mir jetzt wirklich sehr nah rangehen, damit das eingesammelt wird. Das fuckt mich gerade momentan ein bisschen ab. Aber ich finde, die Gegner hier sind nicht so schwer wie jetzt in anderen Level so. Ja, hätte man dieses Level ruhig als erstes machen können, ganz ehrlich. Auch wenn das Level, wozu was man hier so benutzen sollte, am besten 13 ist. Na komm. Na, geht nicht. Okay. Klappe Traps! Klapper Soldaten oder wie die auch immer heißen. Ah, Mist. Aber ich darf nicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die doppelte Rage mache, oder? Oh! Also das Autolimit manchmal doch nicht so ganz so gut, wie man sieht. Ich freue mich schon auf die ganzen Gegenstände, die man hier bekommen kann. Ey, das ganze Geld ist weg. Na gut. Wie gesagt, wir brauchen Charmeur, und zwar von jedem Charakter. Die neuen Gegenstände und so, auf die freue ich mich schon. Ich finde es so genial, dass die Herzblosen wirklich zum Thema passen. Hier natürlich Schloss, Gegenstände, die lebendig werden halt, wie zum Beispiel Uhr. Situationskunst. Jetzt zeige ich euch mal, wo ich die ganzen anderen Truhen vergessen habe. Da, Bossraum, noch nicht reingehen. Oh, der Fette! Der Fette! Ich will noch nicht gegen den Fetten kämpfen, der ist fett. Okay, der ist weg. Fett ist weg. Wow, da kommen gleich schon wieder welche. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht mit einem anderen Schlosslevel. Dicker. Alter! Das machst du nicht noch einmal. Mach da noch mehr. Auch nicht. Oh, wie viele denn noch? Haha. Ich weiß
weiß nicht, ob wir die doppelte Rage jetzt einsetzen sollten gegen die, aber nee. Ah, Mist. Warte. Alter, diese Fettbacke! Hilfe! Nein, 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 nein! Ich wollte Heilung nehmen! Es kann doch nicht wahr sein! Ihr erratet sicherlich. Ich wollte Heilung nehmen, ganz ehrlich. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Donald, diese faule Sau. Jetzt werde ich bei den Dicken aber richtig Rage. Also in Rage sein. Es waren ja zwei Dicke, das war das Problem. Ja. Der Dicke lebt dann natürlich noch. Auf den Dicken! Nein! Okay. Was ich an der Magie halt so gut finde, die ist wirklich hier verbessert worden auch. Nämlich, sie hat einen Cooldown. Die haben uns letztens fertig gemacht. Nein. Okay, die maximale Trefferkombo haben wir schon mal wieder. Oh, danke. Danke, Beast. Oh, Freundensplitter. So, und hier raus. Hier draußen waren dann noch drei Schätze, die wir hätte einsammeln können. Wir werden mal, glaube ich, auch sogar noch einen Kampf haben. Wahrscheinlich natürlich mit Xalden. Ihr habt den ja kennengelernt. Xalden, das ist übrigens der Niemand von... Ja, von wem? Das X wegdenken und dann mal gucken, was da noch übrig bleibt eigentlich. Genau, ich könnte hier mal nachgucken. Geht's noch weiter raus? Ah, okay. Hier geht's nicht. So, jetzt haben wir alle Schätze hier. Und die doppelte Rage haben wir auch wieder für den Bosskampf. Ei, also, geht doch.
In jeder Welt ein Partner. So lobe ich es mir. Ah, und die Gegner hier sind auch weg. Ich hoffe, hier gibt es keine Trophäe dafür, dass man nicht den einen Modus machen muss. Einen Modus. Also nicht fortsetzen drücken oder so. Oder? War hier nicht ein Bosskampf? Ach stimmt, wir müssen ja jetzt zu Bell. Ich hasse dieses Fettbacke. Alter, diese dicke Wand! Und klar macht er doppelte Rage. Ja, natürlich, was denn auch sonst? Okay, machen wir die drei. Ach, die zwei, das sind ja drauf, wirklich drei. Den haben wir erledigt. Donald hat's erwischt. Okay, der ist weg. Jetzt gehen wir hier raus. Wir müssen wirklich erst zu Bell. Und der ist im Ostflügel, das Zimmer von der. Warum ist hier alles symmetrisch? Jetzt ernsthaft. Das ganze Haus ist so irgendwie so symmetrisch aufgebaut. Alles ist so. Was rechts ist, ist auch links. Oh, Statue. Erstmal Geld einsammeln. Geld ist wichtig. Manche werden sich jetzt bestimmt fragen, die hatten doch am Anfang niemanden als Gegner. Warum bekämpfen wir jetzt wieder Herzlose? Die Frage lässt sich natürlich später auch noch erklären. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber... Nur damit ihr es wisst, diese Frage wird auf jeden Fall geklärt. Au! Alter! Lasst mich in... Ja. Auf zum Bett. Ja. Alle sind jetzt in Sicherheit. Wundervoll, vielen Dank. Wo ist Belle? Sie war sehr in Eile. Sie wollte sich auf die Suche nach einem in schwarz gekleideten Mann machen. Was? Warum um alles in der Welt tut sie denn nie, was man ihr sagt? Ruhig Blut her.
Ihr Temperament macht Belle ja geradezu so etwas Besonderem. Wir sollten sie besser suchen gehen. In der Tat. Das sollten wir. Okay, wir wissen natürlich, wo die stecken könnten. Es kann nur das Ballsaal sein. Und natürlich wachen die anderen Statuen auch zum Leben. Komm schon. Eingangshalle. I'm warning you. You'll be sorry. Belle, where are you? Steve, help! I'm in the ballroom. Heißt nicht gesagt.